Hallo, einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Zunächst erstmal ein Veranstaltungshinweis. Heute Abend tritt der Honigmann in München auf und morgen in Nürnberg. Ganz wichtig nochmal für Leute, die dort in der Nähe sind und ganz kurzfristig sich da noch einplanen wollen. Auf unserem Blog sind natürlich die Orte, wo es stattfindet, beschrieben. Einfach nur auf unserem Blog schauen. Der Honigmann sagt .wordpress.com. Somit kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 2. Juni 2016 mit der Nummer 850. Berlin. Eine Dauerbehandlung mit Antibiotika, die Darmbakterien töten, verlangsamt die Entstehung neuer Gehirnzellen und löst eine Gedächtnisschwäche aus, stellten Biologen im Deutschen Zentrum für molekulare Medizin fest. Eine Gruppe von Versuchsmäusen, die 7 Wochen lang gewöhnliches reines Wasser getrunken hatten, wurden im Wasser gelöste Antibiotika verabreicht, also gegen das Leben, schön. Infolgedessen ist die Anzahl der Nervenzellen in dem Hirnabschnitt der Tiere, der für die Umsetzung des Kurzzeitgedächtnisses ins Langzeitgedächtnis sowie für die Entwicklung von Emotionen verantwortlich ist, zurückgegangen. Die Forscher erklären dieses Ergebnis damit, dass Darmbakterien die Entwicklung des zentralen Nervensystems beeinflussen. Es ist aber allseits auch bekannt, dass der Darm im Grunde auch das zweite Gehirn ist. Fukushima. Die Fukushima-Katastrophe am 11. März 2011 führte zur radioaktiven Kontamination des japanischen Festlandes von gewaltigem Ausmaß. Sie brachte ebenfalls die Gefahren einer weltweiten radioaktiven Verstrahlung. 5 Jahre suchen die Katastrophennachwirkungen die Welt immer noch heim. Größte Umweltkatastrophe aller Zeiten. 300 Tonnen radioaktives Wasser versauen jeden Tag den Pazifischen Ozean. Unmittelbar danach spielt das Atomkraftwerk Schätzungen zufolge 5.000 bis 15.000 Terabecquerel Cäsium 137 pro Monat aus. Innerhalb von 2 Jahren nach der Katastrophe gab TEPCO zu, dass sie das hochgiftige Strontium 90 in der 30-fachen Höhe der erlaubten Menge gemessen hatten. Abgesehen vom Cäsium 137 und Strontium 90 entweichen aus dem Atomkraftwerk weiterhin große Mengen von Jod 131 in die Luft. Weil die Schilddrüse Job 131 bei einer Verstrahlung schnell absorbiert, schädigt die danach folgende interne Kontamination die Schilddrüse und vieles mehr. Bitte weiterlesen unter Nummer 2. Weltwirtschaft. Zusammen mit Regierungen haben die Banker einen katastrophalen und grausamen Zyklus geschaffen, der sich nun in einer immer schnelleren Abwärtsspirale befindet. Explodierende Regierungsdefizite und Schulden und die Insolvenz des Bankensystems kombiniert mit Null- oder Negativzinsen haben zu einer Situation geführt, in der die Zentralbanker keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen oder sie lösen sollen. Die einzige ihnen bekannte Lösung ist mehr derselben Methode, welche das Problem erst erschaffen hat, nämlich mehr Geld zu drucken und mehr Schulden zu machen. Das muss ja knallen. Die Konsequenzen für die Weltwirtschaft und fast alle Menschen werden verheerend sein. Viele Menschen werden aus den oben genannten Gründen vorzeitig sterben. Es ist ganz eindeutig unmöglich, sich gegen all diese Risiken zu schützen. Der engere Familien- und Freundeskreis ist stets das beste schützende Netzwerk in Krisenzeiten. Wohl wahr. Washington, USA. In den kommenden Monaten steht eine Zinserhöhung durch die Fed bevor. Äußerungen der Fed-Chefin Yellen über eine Angemessenheit einer Bewegung nach oben in Sachen Zinsen belegen entsprechende Fed-Vorbereitungen. Yellen stützt sich dabei ökonomisch auf Wachstums- und Arbeitsmarktprognosen, die für die USA nach oben zeigen. Im zweiten Quartal geht man von einem Wachstum von 2,2 bis 2,9% aus. Hier ärgert mich gerade eine Mücke. Die am Beginn des Jahres 2016 in Kreisen der Fed-Analysten befürchteten Abschwungtendenzen scheinen ad acta gelegt. Zuvor scheinen die Entscheidungsträger der Fed aber das Votum der Briten in Sachen Brexit am 23. Juni abzuwarten. Ja, es passiert einiges jetzt im Juni. Schauen wir mal. Washington, USA. Die amerikanische Prägeanstalt US Mind hat im Mai 4 Millionen
498.500 Unzen Silber in Form von American Silver Eagle Münzen verkauft. Das Ergebnis lag 10,5% über dem Vormonat und 122% über Vorjahr. Für den Zeitraum der ersten 5 Monate dieses Jahres beträgt das Plus mit insgesamt 23.385.000 Unzen 38% gegenüber dem Vergleichswert von 2015. Das Silberangebot der US Mint ist aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Münzrohlingen weiterhin limitiert. So bleibt es bei einer wöchentlichen Verteilmenge von etwa 1 Million Silber-Eagles. VSA Welt. Metastasen gleich werden immer mehr Länder befallen. Es sind die amerikanischen Stützpunkte, die sich auf der Welt verbreiten, um Terror und Krieg unterm Deckmantel einer nicht vorhandenen Demokratie zu verbreiten. Ganze Regierungen werden gestürzt, aktuell Brasilien, Länder ins Chaos getrieben wie Venezuela. Regime Change ist an der Tagesordnung wie in der Ukraine. Mord, Totschlag, Genozid gehören zum täglichen Alltag wie in Syrien. Wer nicht spurt, wird vernichtet, wie im Irak und in Libyen. Da kennt dann Amerika auch keine Freunde mehr, wie Hussein oder Gaddafi. Wohl wahr. Venezuela, OAS. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, Almagro, hat Dienstag Maßnahmen gegen Venezuela auf Basis der sogenannten Demokratiecharta der Organisation eingeleitet. Damit spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen der VS-dominierten Regionalorganisation und der sozialistischen Regierung in Caracas weiter zu. Seit der Übernahme des OAS-Vorsitzes vor gut einem Jahr hatte es mehrfach schwere Auseinandersetzungen zwischen dem ehemaligen Außenminister von Uruguay und Venezuela gegeben. Brasilia, Brasilien. Gut möglich, dass die Geschichte gnädiger mit Dilma Rousseff umgeht als ihre politischen Zeitgenossen. Hintergangen von ihrem Vizepräsidenten Temer, verurteilt vom selbst der Korruption verfallenen Kongress und verhöhnt für die Misshandlungen, die sie als Gefangene während der Militärdiktatur der 60er Jahre erlitt, hat Rousseff wie erwartet auch im Senat den tödlichen Stoß erhalten. Spätestens in 180 Tagen wird klar sein, ob die Suspendierung zur endgültigen Demission führt. Tja, überall wo sie ihre Finger im Spiel haben, geht alles kaputt, schon klar. Israel. Die Macht des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu basiert auf Angst. Seine Tage im Amt sind gezählt, nachdem er den kontroversen Rechtsausleger Lieberman zum Verteidigungsminister ernannt hat, sagte der frühere Mossad-Chef Halevi im Interview mit Al Jazeera und räumte nebenbei ein, dass Israel dschihadistische Kämpfer des syrischen Al-Qaida-Ablegers Al-Nusra medizinisch unterstützt und versorgt. Tja, wer sagt's denn? Es kommt alles ins Tageslicht. Saudi-Arabien, BRID. Wegen der kritischen Diskussion über eine Fortführung deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien hat das Land nun damit gedroht, künftig keine Bestellungen mehr in Deutschland vorzunehmen. Aus der Sicht des saudischen Botschafters in Berlin, Awad, werde die Debatte in Deutschland für interne politische Auseinandersetzungen missbraucht, so Awad. Ja, das haben wir ja heute gesehen mit der Abstimmung wegen den Armeniern. Es ist alles lustig, was hier abgeht. Türkei, Berlin. Der türkische Präsident Erdogan hat sich beim Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel über die geplante Armenien-Resolution des Bundestages beschwert. 2 Tage vor der Abstimmung habe er in dem Gespräch an den gesunden Menschenverstand Deutschlands appelliert, berichteten türkische Medien. Zum Glück haben manche hier noch einen gesunden Menschenverstand. Die Lüge fliegt überall auf, auch was die Armenier betrifft. Beijing, China. Am Dienstag gab China seinen 3. nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung heraus. Die Regierung teilte mit, dass bis 2020 die sich verschlimmende Verschmutzung der Böden eingedämmt werden und bis 2030 eine Verbesserung belasteter Böden eingesetzt haben soll. Taiwan. Kaum wurden die Wahlen in Taiwan von der atomkritischen Demokratischen Fortschrittspartei gewonnen, schon hat die frisch vereidigte Regierung ihre Ziele für einen Atomausstieg bestätigt. Am 25. Mai bekräftigte Taiwans Wirtschaftsminister
dass alle AKWs innerhalb der nächsten 9 Jahre abgeschaltet werden sollen und die unter der Vorgängerregierung vorgeschlagene Laufzeitverlängerung ausgeschlossen ist. Jerewan, Armenien. Armeniens Präsident Sargsyan sieht den Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei unabhängig von der Armenien-Resolution vorm Scheitern. Ich habe das Gefühl, dass dieser Deal ohnehin auf tönernen Füßen steht und mit einem Partner wie der Türkei dauerhaft schwierig umzusetzen ist. Ganz sicher hat das mögliche Scheitern des Flüchtlingsabkommens nichts mit der Verabschiedung der Armenien-Resolution zu tun. Sehe ich ganz genauso. Auf die Frage, ob Europa Erdogan überhaupt in irgendeiner Form trauen könne, sagte Sargsyan: Ich kann nicht für Europa sprechen, aber ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, nein, wir trauen Erdogan nicht. Moskau, Ankara. Staatspräsident Putin erklärte am Freitag, es hat wieder bei uns heute geregnet, ist schon kein Wunder hier, ich habe mich zwar nicht unbedingt draußen aufgehalten, aber es hat gereicht. Staatspräsident Putin erklärte am Freitag, dass er bereit sei, die Beziehungen zu Ankara wiederherzustellen, es dazu aber eines ersten Schrittes seitens der Türkei bedürfe. Auch Russland möchte die Beziehungen zur Türkei wiederherstellen. Wir können nur noch immer nicht nachvollziehen, warum das Flugzeug abgeschossen wurde, teilte Putin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten Tsipras mit. Moskau, Beijing. China ist Russlands Schlüsselpartner in Fragen wirtschaftlicher Kooperation. Beide Staaten planen, ihr bilaterales Handelsvolumen in den kommenden 4 Jahren auf 200 Milliarden US-Dollar anzukurbeln, hat der russische Außenminister Lavrov am Dienstag mitgeteilt und betont, dass auch an einer engeren Verbindung der Staatsbanken sowie der supranationalen Institutionen wie der Entwicklungsbank der BRICS und der Eurasischen Entwicklungsbank gearbeitet wird. Das Ziel ist erreichbar, sagte Lavrov. Er fügte hinzu, dass die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg die Umstellung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf ein neues Modell sei, das auf engere Produktionsketten und Investitionsbeziehungen ausgerichtet sein müsse. Moskau-Sanktionen. Russland hat das Einfuhrverbot für Fleisch und Gemüse, die für die Produktion von Babynahrung gebraucht werden, aufgehoben. Eine entsprechende Anordnung unterzeichnete der russische Premierminister Medvedev am 27. Mai. Nun dürfen gefrorenes Rind- und Hühnerfleisch sowie gefrorenes oder getrocknetes Gemüse wieder nach Russland verkauft werden, jedoch nur nach Bestätigung durch das russische Landwirtschaftsministerium, dass die Ware ausschließlich für Kindernahrung bestimmt ist. Kiew-Donetsk. Offiziell zwar beteuert der ukrainische Präsident Poroschenko ständig, dass er keine militärische Rückeroberung der abtrünnigen östlichen Landesteile anstrebe. Doch die Realität straft Poroschenkos Friedensbekundungen Lügen. Allein innerhalb eines Tages haben die ukrainischen Sicherheitskräfte vom letzten Samstag auf Sonntag 237 Mal die selbsterklärte Volksrepublik Donetsk beschossen, sagte der Donetsker Vizegeneralstabschef Basurin zu Journalisten. Brüssel, Glyphosat. Die EU-Kommission will den 28 Mitgliedstaaten vorschlagen, die Zulassung für Glyphosat nur um 12 bis 18 Monate zu verlängern. Ursprünglich hatte Brüssel 15 Jahre anvisiert, war aber auf Widerstand aus Frankreich, Italien und einigen weiteren Staaten gestoßen. Am 6. Juni wird abgestimmt. Weiter gestritten wird indes darüber, ob glyphosathaltige Unkrautkiller wahrscheinlich krebserregend sind. Wobei es ja gar nicht um Unkraut geht, sondern nur für die Spinner, die keine Ahnung haben. Kopenhagen. Dänemark wird im kommenden Jahr die offizielle Einstufung von Transgender-Menschen als geisteskrank abschaffen, entschied der Gesundheitsausschuss des Parlaments am Dienstag. Es ist vollkommen unangemessen, es eine Krankheit zu nennen, sagte der Vizevorsitzende des Ausschusses Mortensen zu AFP. Transgender sind Menschen, deren sexuelle Identität nicht den Geschlechtsmerkmalen entspricht, mit denen sie geboren wurden. Bravo, Gruß nach Dänemark. Der Irrsinn nimmt weiter seinen Lauf. Oberwili, Lili. Bevor Asylanten ins beschauliche Schweizer Dorf Oberwil, Lili kommen würden, zahlt die Gemeinde lieber Strafgebühren und kauft sich von der Verpflichtung zur Unterbringung frei.
denn die Einwanderer würden laut Angaben des Bürgermeisters und verantwortlicher Gemeindefunktionäre nicht ins Umgebungsbild passend und zu Konfliktherden führen. Die rund 290.000 Franken wurden längst im Haushaltsbudget veranschlagt und stellen für die wohlhabende Gemeinde im Kanton Aargau kein Problem dar. Österreich. Auch in Österreich sind Ausländer überproportional häufig in den Kriminalstatistiken vertreten, geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Nationalratsabgeordneten Hagen hervor. Demzufolge sind inzwischen mehr als 54% der in Österreich inhaftierten ausländischen Staatsbürger, mehr als doppelt so viele wie im europäischen Schnitt. Dieser liegt laut einer Studie des Europarats bei in etwa ein Viertel. Bad Hersfeld. Am Ende bedankte sich der Angeklagte, das Urteil sei in Ordnung. 9 Monate Freiheitsstrafe hatte das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Bad Hersfeld für den sexuellen Missbrauch eines Kindes verhängt, das ist schon eine Katastrophe an sich. Da bei dem 24 Jahre alten Afghanen jedoch eine verminderte Schuldfähigkeit zuerkannt ist, das liegt wahrscheinlich auch am verminderten IQ. Der Asylforderer, der seit dem 17. Dezember vergangenen Jahres in Untersuchungshaft gesessen hatte, verließ den Saal anschließend als freier Mann, weil die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Es ist eigentlich ein Riesenskandal. Macht Tür und Tor auf für die anderen, die das auch noch alles so im Sinn haben. Berlin, Darmstadt, Deutschland. Nach den sexuellen Übergriffen von Darmstadt hat die Union ein hartes Durchgreifen gegen die Täter gefordert. Für ausländische Straftäter, die es unter dem Vorwand, bei uns Schutz zu suchen, in unser Land kommen, darf es keine falsche Nachsicht geben. Jetzt sind die Länder aufgefordert, solche Abschiebungen auch konsequent vorzunehmen, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag Meyer der Jungen Freiheit. Nauen, Deutschland. Die gestern in Nauen begonnene Justizministerkonferenz befasst sich mit neuen Sanktionen wie gemeinnützige Arbeit, Hausarrest und kleinen Ratenzahlungen von Geldstrafen als Alternative zu kurzen Haftstrafen. Klar, es fehlt nur noch die Fußkette. Insbesondere geht es darum, für mittellose Täter, die eine Geldstrafe nicht zahlen können, alternative Sanktionen zu finden. Statt Gefängnisaufenthalt sollen erwartete Möglichkeiten zur Ratenzahlung geschaffen werden. Ist ja alles nur eine Erpressung, Raten. Also alle, die hier was abpressen, das ist System halt. 20 Euro treffen einen Hartz-IV-Empfänger monatlich genauso hart wie den Durchschnittsverdiener 100 Euro, sagte NRW-Justizminister Kutschaty. Auch gemeinnützige Arbeit als Alternative zum Gefängnisaufenthalt soll stärker in den Blick genommen werden. Die Fußkette eben nur noch. Berlin, Deutschland. Als Rechtsvereinfachungsgesetz bezeichnet das Sozialministerium von Andrea Nahles den erarbeiteten Vorschlag zur Änderung der Hartz-IV-Gesetzgebung. Leistungsempfängern drohen vielfache Einschnitte, Regelverschärfungen und Kürzungen. Trotz der Kritik von Sozialverbänden sollen die Beratungen über die Neuregelungen kommende Woche abgeschlossen werden. Im August soll das Gesetz dann verabschiedet werden. Na, ich habe das unter anderem von Bekannten auch schon gehört. Rigoros wird denen komplett der Zuschuss für die Miete gestrichen. Also das heißt, auf Deutsch ist das ist schon eigentlich Mord. Wer auf die Straße geschickt wird, nur weil er definitiv, ja, von ihnen auch noch verkohlt wird, das ist ja das Allerschlimmste dabei. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, aber vielleicht stelle ich es mal ein. Das ist der Gipfel der Frechheit eigentlich. Die gute Nachricht, Eukalyptusöl ist ein reines essentielles Öl mit praktischen und industriellen Anwendungsgebieten und sogar heilenden Eigenschaften. Das Öl wird aus einem schnell wachsenden, immergrünen Baum gewonnen, der in Australien beheimatet ist. Das meiste Eukalyptusöl stammt von der Sorte Eukalyptus globulus, dem blauen Eukalyptus. Laut Medline Plus wird verdünntes Eukalyptusöl bei Schmerzen und Entzündungen der Atemwegsschleimhäute, Husten, Asthma, Bronchitis, Nebenhöhlenschmerzen und Entzündungen sowie bei Atemwegsinfekten oral eingenommen. Äußerlich wirkt es als Antiseptikum, Insektenschutz, habe ich auch hier gerade stehen, und Heilmittel bei Wunden, Brandwunden und Geschwüren angewendet. Wohl wahr. Und die zweite gute Nachricht? Beziehungen in deinem Leben. Keine Beziehung in deinem Leben wirst du jemals beenden. Du veränderst lediglich die Form. Und hier geht es um jede Beziehung, nicht nur um Liebesbeziehung. Doch wann zeigt dir das Leben, dass Veränderung ansteht? Und womit zeigt es es dir? Hier sind 7 einfache Zeichen, wann es Zeit ist zu gehen.
weiterzugehen, zu dir, um zu leben. Das Leben, das zu dir gehört. Erstens, Zeit zu zweit nährt dich nicht. Zweitens, du musst dich bemühen, gesehen zu werden. Drittens, euer Leben ist ein Deal. Du erfüllst Erwartungen, du musst tun für Anerkennung und Liebe. Viertens, nicht erfüllte Erwartungen werden sanktioniert mit Liebesentzug. Fünftens, du wächst nicht mehr. Du erwächst nicht mehr. Deine Leidenschaften und Lieben kannst du nicht leben. Sechstens, einfach nur sein, gemeinsam ohne Worte, sich sehend und fühlend, ist nicht möglich. Und siebtens, unter allem, was auch immer geschieht, fühlst du kein bedingungsfreies Fundament der Liebe, nicht außen und nicht innen. Wisse, wenn du verharrst in einer Beziehung dieser Art, wird das Leben die Zeichen verstärken, die Zeichen für dein Erwachen, für deine Verantwortung, den zu leben, der du bist. Die Schmerzen werden größer, immer größer, körperlich und seelisch, bis der Schmerz größer wird als deine Angst vor Veränderung. Und du heimkehrst, zurück zu dir, zu deinem bedingungsfreien Ja zu dir. Allein dafür habt ihr euch getroffen. Gott hat dir immer nur Engel geschickt. Von Martin Uhlmann, fand ich ganz interessant. So, und das war's mal wieder für heute. Wie gesagt, ich erinnere nochmal an die Veranstaltung. Heute Abend ist der Honigmann in München und morgen Abend in Nürnberg. Wer Interesse und Lust hat und in der Nähe wohnt, könnte es gerade noch so schaffen heute. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann mit zig Mückenstichen jetzt. Und Tschüsschen, vielen liebe Grüße.